So, willkommen zu, ja, letztes Mal Half-Minute Hero mit Evilot 30. Diesmal ändern wir auch die Grafik in diesen Neo-Cartoon. Leider gibt es da noch eine Mission, die aber recht einfach ist. Ja, FPS drauf fallen, nein. Okay, recht einfach ist, wir gehen nach Einzelspieler. Oh mein Gott, ich habe Bösewicht 30, Prinzessin 30, Ritter 30 und, geschafft, aber wie gesagt, Bösewicht 30, Prinzessin 30 ist nur ein Level. Besonders bei Prinzessin 30 ist es so, Punkt A, noch Punkt wieder zurück, Punkt B zurück und bla bla bla, immer so weiter. Das ist aber nur bei diesen Cartoon-artige, also nicht die 8-Bit-Style. Ritter 30, ja, ist schwierig, aber ist machbar. Held 300 komme ich nicht weiter. Ja. Könnte ich auch mal machen, aber egal. So, Bösewicht 30. Laden, 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 laden. Einst lebte ein junger Mann von so seltener Schönheit, dass seine Obsession mit den schönen Dingen dieser Welt ihn zu einem Bösewicht werden ließ. Schneller, ne? Doch die Dinge änderten sich für ihn, als die innere Schönheit einer Frau ihn tief in seiner Seele berührte. Seine Welt brach für ihn zusammen. Als diese Frau, seine Geliebte, von einem Flug getroffen wurde, doch es kam ein Held daher, der ihn errettete. Jahre später, mit der Liebe seines Lebens, die noch immer unter dem Fluch stand, machte er sich auf neuen Lande. Dies ist seine neue Geschichte. Im Jahr 200 der Göttin bereist er als junger Mann eine Welt voll des Bösen und gewinnt Herzenkämpfe gegen Monster auf seinem Weg. Evilot 30 Super Sonic RPG Version. Oh mein Gott. Bösewicht 30. Auf geht's. Es ist Zeit für unseren Tee, liebste Millennia. Unser Tee täglich miteinander zu genießen, erfreut mein Herz jedes Mal aufs Neue. Wohl wahr, sieh dir das an, Millennia, wie diese Tasse meine perfekte Schönheit widerspiegelt. Apropos Schönheit, teuerste. Du hast diese violette Burg so wunderschön gestaltet. Stimmt, wie passend das diese wunderschöne Burg mir, die im Inbegriff von Schönheit ein Zuhause ist. Aber kaum zu glauben, welche lange Zeit bereits ins Land gegangen ist, nicht wahr? Ja, ein Jahrhundert Jahre ist es her, seit mein Name deinen Schlaf angetreten hat. Nur entzieht sich noch immer unseren Zugriff und auch dir kann ich deine alten Form nicht geben. Sorge dich nicht, Teuerste. Ich bin schon zufrieden, nur an deiner Seite zu sein. Murmel, murmel. Hey, diese Burg ist bewohnt. Menschen, was hat das zu bedeuten? Was wollt ihr hier in meiner Burg? Das hier ist die letzte Burg, die noch nicht von einer Statue des großen Nord skizziert wird. Nor, ihr habt da eben Nor gesagt. Was dagegen? Los, zeig es diesem Kerl und stellt schleunigst die Statue auf. Ihr erbärmlichen Würmer, begreift ihr die Worte aus meinem lieblichen Munde etwa nicht? Uff, der ist stark, nix wie raus hier. Mein Teuerster. Ja, Millennia. Irgendetwas Unerfreuliches geht hier vor. Oh Gott. Wie recht du hast, Bösewicht. Ach, Göttin der Zeit. Die Göttin, die immer mit meinem Namen unterwegs ist. So schön wie je und je und all nach den Jahren. Du bist mir vielleicht ein Charmeur? Ehrlich gesagt habe ich lediglich mein Spiegelbild in deinen Augen betrachtet.
Aber sag mal, diese unerfreuliche Entwicklung sind doch nur aus Werk, oder? Ja, und wie ist. Ja, und wie es das ist. Noah hat eine Gruppe von Menschen dazu gebracht, überall Statuen von ihnen aufzustellen. Was? Statuen von diesen. Was? Statuen von diesem hässlichen Kerl? Warum er keine von mir? In all meinen Glanz. Ja, er lässt die Statue wohl aufstellen, um damit seine bösen Kräfte zu verstärken. Wenn das so weitergeht, wird das ganze Land in 30 Sekunden ihm gehören. Ach Gott. Dieser verdammte Noah. Übrigens, ist mein Name denn nicht wieder erwacht? Hier bist du der Einzige, der Noah stoppen kann. Du hast Noah doch auch. Und nebenbei, mein Name ist abgebrannt. Genau, mein Name ist abgebrannt. Super. Du hingegen scheinst ordentlich Geld übrig zu haben. Na los, uns bleiben nur 30 Sekunden. Zerstört die Statue und sorge wieder für Frieden. An jedem Ort steht eine Statue von Noah. Du begibst dich dorthin und haust sie zu Klump. 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Das sind aber eine Menge Burgen. Und wo ist Noah überhaupt? Ich weiß nicht, aber er wird sicher auftauchen, wenn seine Statue anfangen zu Bruch zu gehen. Bist du erschöpft, ruhe dich im Dorf aus. Bitte mich an, dann drehe ich die Zeit zurück. Für einen gewissen Betrag versteht sich. Also dann viel Glück. Jede Noah-Statue, die man zerstört, kann man die Zeit wieder zurückdrehen. Also in das Gebiet dann. Dun, 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 dun. Wir fangen aber von links an. Ja. Komm, Geister, los, danke. Rufe 2. Da. Kreuz ein bisschen aufleveln. So, jetzt aber da rein. Das ist also eine Nordstatue, eine Beleidigung für mein Auge. So. Komm, Geist, genau. Hau die Statue um. Ich muss gleich die Zeit zurückdrehen, bitte. In 10 Sekunden. Danke. Jetzt, da die hässliche Statue zerstört ist, sieht das hier